Eines scheint klar, meine Damen und Herren, viel bullischer, viel euphorischer kann die Stimmung eigentlich nicht mehr werden gegenüber den Aktienmärkten, wie es derzeit der Fall ist. Wir haben schon Daten ja von den Privatinvestoren in den USA, aber auch aus Deutschland gesehen, extremer Anstieg der bullischen Stimmung seit der Pfizer-Nachricht, dass man jetzt kurz davor stehe, diesen Impfstoff weltweit zu verbreiten. Wir haben zwar noch die Phase 4, die hier im Weg steht, wir haben die Peer Review, die noch im Weg steht, aber Konsens ist, das kommt jetzt ganz zack und bups und dann haben wir das Problem erledigt und dann kommt das riesige Wachstum der Weltwirtschaft und die Unternehmen werden ein Geld verdienen, viel, viel mehr als vor der Corona-Krise und wer das nicht glaubt, der wird auch nicht selig. Wir wollen uns jedenfalls mal die extreme bullische Stimmung anschauen und fragen, kann es noch euphorischer werden? Ich glaube nein, aber vielleicht geht ja noch mehr. Schauen wir uns zunächst mal an hier die Umfrage der Bank of America. Da werden ja die ganz großen Dickfische befragt. Wie siehst du die Lage? Was machst du? Was ist deine Herangehensweise? Und hier sagen 91% der Befragten, ja, nächstes Jahr, in den nächsten 12 Monaten wird die Wirtschaft sich deutlich erholen. Da werden wir eine stärkere Wirtschaft sehen. Also praktisch Konsens, das ist der höchste Wert seit 20 Jahren. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass das mit dieser Impfstoffhoffnung zu tun hat, denn wir haben jetzt einen völligen Shift in den Portfolios offenkundig. Jetzt sagen viele, naja, wir übergewichten Small Caps gegenüber Large Caps, also zum Beispiel den Russell 2000 gegenüber dem S&P 500. Wir übergewichten die Emerging Markets, wir übergewichten Aktien, wir übergewichten Value gegen Growth, also all das, was vorher überhaupt nicht der Fall war. Energy, Banks, all diese Dinge, die man vorher nicht mit der Kneifzange angefasst hat, die werden jetzt gekauft. Und wir sehen nur noch ganz bisschen Tech. Wir haben Healthcare wird jetzt untergewichtet. Überraschend, gestern ja der einzige Sektor an der Wall Street, der gefallen ist. Die Eurozone wird untergewichtet, Bonds werden untergewichtet, Cash wird deutlich untergewichtet. Wir haben jetzt den Rückgang der Cashbestände von 4,4 auf 4,1% innerhalb einer Woche extrem. Wir haben jetzt einen Rückgang von 5,8% vor 7 Monaten auf jetzt 4,1%, das ist der schnellste Rückgang der Cashbestände ever, also seit diese Daten erhoben worden sind. Das heißt, die großen Dickfische sind jetzt all in gegangen. Impfstoff, Impfstoff, jetzt kommt da eben das Wachstum und wir kaufen das, was in der Corona-Krise vorher verloren hat. Und da sieht man hier zum Beispiel die besten Performer im Russell 3000 bei Sector. Da haben wir Energie 24,6% gestiegen, Communication Services 20,5%, Real Estate, Industrials, Financials. Das sind die großen Gewinner. Healthcare, also Gesundheitssektor, Pharmasektor und Utilities, also Versorger, sind ganz am Ende. Und das ist ein bisschen überraschend zumindest, was den Healthcare-Sektor betrifft. Hier sehen wir mal den Prozentanteil bei der Umfrage der Bank of America von diesen großen Fondsmanagern, die übergewichtet sind in Equities. Und da sehen wir haben einen massiven Sprung erlebt. Wir sind jetzt mit der größten Übergewichtung seit dem Jahr 2016 unterwegs. Also auch hier zeigt sich all in, die sind alle drin. Da ist dementsprechend die Stimmung gut. Jetzt ist aber die Frage, was passiert denn dann zum Jahresende? Denn zum Jahresende müssen diese großen Fonds ihre Positionen adjustieren. Sie müssen in der Regel die Cashbestände nach oben fahren, wenn sie vorher wenig Cash haben. Wenn sie also viel im Portfolio haben, wenn sie stark in Equities investiert sind. Das zumindest sagt Lance Roberts. Und er sagt, diese Adjustierung kommt zwischen Thanksgiving, das ist Donnerstag in einer Woche, also am 26. November ist Thanksgiving und danach wird bis Anfang Dezember, erste, zweite Woche Dezember, müssen diese Portfolios adjustiert werden. Das heißt, es werden Positionen verkauft, so sagt er. Und das würde bedeuten, dass dann eben wir eine unruhige Phase vor uns haben und das vor allem angesichts der derzeitigen bullischen Stimmung. Und das, was jetzt eigentlich in dieser Geschichte Value Growth passiert ist, es war ja eine Standardabweichung von mehr als 15. Sigma ist die Kennziffer dafür. Und jetzt hat TPR Research mal das Ganze abgeglichen mit den Risikomodellen der Banken. Und eigentlich dürfte so etwas in vielen, vielen tausend Jahren nicht vorkommen, was da passiert ist. Am Montag ja die Pfizer-Meldung und dann booms, alles raus aus Tech, booms, alles rein in eine vermeintliche Value. Sowas dürfte eigentlich nach den Bankmodellen einmal in 1600 mal 10 hoch
Buch 76 Jahren passieren oder entspricht dem Alter von 1,2 mal 10 hoch 66 dem Alter des Universums. Also ein bisschen unwahrscheinlich, haben jetzt die Modelle gesagt. Gell? Aber dann ist es doch passiert, genauso wie die Finanzkrise. Da hat man ja auch gedacht, ja, das geht nicht, dass alles gleichzeitig fällt. Und da gab es Risikomodelle der Banken, die haben da eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 3,8 Milliarden, glaube ich, gesehen, dass sowas passiert ist. Also deutlich geringer als zweimal ein Sechser hintereinander im Lotto. Aber es ist doch passiert, was zeigt, dass diese Risikomodelle der Banken nicht funktionieren. Und da es solche extremen Standardabweichungen, wie wir sie letzten Montag gesehen haben, eigentlich nicht vorgesehen sind, eigentlich nicht passieren dürfen und ein richtiges Erdbeben durch die Märkte dann schicken. Wir sehen, dass wir jetzt sozusagen ja diese massive Rotation in die Aktienmärkte bekommen haben seit der Vaccine Hope und vor allem auch in die Verliererbranchen, in die ehemaligen Verlierer-Corona-Branchen. Und hier sagt jetzt Steve Hartnett von Bank of America, der diese Daten immer aufbereitet, das ist schon Full Bull. Also mehr geht eigentlich nicht. Das ist sozusagen die maximale Dosis, was möglich ist. Er sagt hier, sell the vaccine in the coming weeks. Denn wir können vielleicht noch ein bisschen weitermachen mit dieser Rotation, also rein in Value, raus aus Tech, aber nicht mehr so lange. Wir verkaufen jetzt in dieser Rallye eine sehr seltene Stimme am Markt, aber das von jemand, der natürlich ein gewisses Ansehen hat, weil er eben dieses extrem viel beachtete Investor Sentiment, Investor Survey von Bank of America hier zur Darstellung bringt. Hier Sentiment Trader dagegen sagt, naja, das Smart Money Confidence ist nicht besonders groß. Wir haben ja gesehen, dass die Insider massiv verkauft haben. Ich hatte heute Morgen eine Grafik dazu gebracht. Extremer Anstieg der Insider-Verkäufe, also derjenigen, die im Management sitzen und wissen, was los ist. Und wir sehen, dass möglicherweise die gar nicht so falsch liegen mit dieser etwas skeptischeren Haltung. Nämlich, dass selbst wenn ein Impfstoff kommen sollte, und das ist ja noch ein weiter Weg, auch wenn es jetzt eigentlich schon mental irgendwie jetzt schon da ist, selbst wenn also dieser Impfstoff kommen sollte, und dann haben wir die Situation, dass wir eine deutlich schwächere Wirtschaft als vor der Corona-Krise haben und die Unternehmen sind dementsprechend meistenteils schlechter aufgestellt. Wir haben hier die Einzelhandelsumsätze heute gesehen, schwächer als erwartet. Auch der Vormonat wurde nach unten revidiert und hier wird gesagt, naja, es sind die steigenden Virusinfektionen, aber das sind die Daten aus Oktober. So richtig ging das mit der Corona-Geschichte in den USA ja erst im November los. Also im Oktober waren die Zahlen noch ziemlich mäßig und falling household income. Also die Amerikaner kriegen jetzt weniger Geld, weil kein Scheck nicht kommt. Ja? Scheck kommt nicht mehr, kannst du weniger einkaufen. So die Logik, weil seit August gibt es ja diese Schecks nicht mehr, dieses Helikoptergeld von $1,200 für eine Familie zum Beispiel pro Monat. Die meisten Amerikaner, die arbeitslos waren, haben mehr verdient als vorher mit zwei oder drei Jobs und dementsprechend fehlt jetzt dieses Geld. Das hat noch eine Zeit lang gut funktioniert. Im September waren die Einzelhandelsumsätze noch sehr, sehr stark, aber jetzt ist eben sozusagen dieses Geld aufgebraucht und jetzt wird es schwieriger und wir sehen, dass die Daten schlechter werden in den USA. Hier der City Economic Surprise Index deutlich im Sinkflug. Wir sehen also eine deutliche Abschwächung der Wirtschaft. Deutliche Abschwächung der Wirtschaft und weniger Konsum heißt eigentlich auch weniger Income für die Unternehmen, weniger Revenue. Oder sehe ich das falsch? Ich glaube nicht. Dementsprechend ist vielleicht diese Vaccine Hope, diese Impfstoffhoffnung ein bisschen overdosed. Denn selbst wenn eben, wie gesagt, die Dinge optimal laufen sollten, wird die Wirtschaft noch schlechter dastehen als vor der Corona-Krise. Und wir sehen das hier schon mal zum Beispiel in ganz konkreten Zahlen. Lisa Abramowitsch zeigt das hier in einem Artikel auf Bloomberg. Fast 20% der größten Unternehmen in den USA, die an der Börse gehandelt werden, sind jetzt offiziell Zombies gewisserweise. Das heißt, sie verdienen nicht einmal das Geld, das sie für ihre Interest Expense aufbringen müssen, also die Zinskosten. Sie verdienen also weniger Geld als oder machen weniger Gewinn, als die Zinskosten ausmachen. Und wir sehen, dass diese Unternehmen jetzt innerhalb kurzer Zeit praktisch 1 Billion an neuen Krediten aufgenommen haben. Aber neue Kredite heißt eben auch, die muss ich irgendwann bedienen, die muss ich zurückzahlen. Dieses Geld, dieses Cash, was ich dann in die Schuldentilgung bringe, das fehlt mir für Investitionen, das fehlt mir dann, um mich neu aufzustellen. Das ist eine Fessel, wenn man so will. Und hier sehen wir, dass inzwischen schon 300 größere Firmen
pleite gegangen sind, die mindestens eine halbe Million Dollar vom US-Staat bekommen haben als Pandemiehilfe. Dadurch sind schon 23.400 Jobs verloren gegangen, trotz dieser Hilfen durch den amerikanischen Staat. Es hat nicht gereicht, haben die Unternehmen gesagt, vor allem in Kalifornien, vor allem in Texas, vor allem in Florida sitzen diese Unternehmen. Also wir sehen, die Realität ist ein bisschen weniger schön, als uns derzeit die rosarote Brille der bullischen Stimmung wahr machen will. Vielleicht noch ein Perversum auch der aktuellen Situation. Wir hatten ja gestern diese unglaubliche Momenta-Meldung. Wir haben gehört, dass wir vielleicht dann eine Pressemitteilung machen könnten und dann ist die Welt geheilt. Aber jedenfalls ist das, was jetzt mit Tesla passiert, man hat ja heute Nacht entschieden oder in der Nacht auf heute entschieden, dass Tesla doch in den S&P 500 kommt. Tesla hat ja eine Bewertung von 340 Milliarden Dollar, glaube ich. Und das ist mehr, als sozusagen die Nachricht gebracht hat, dass Moderna einen erfolgreichen Impfstoff produziert hat. Zumindest hat es mehr Wert geschaffen, als Moderna in irgendeiner Form mit dieser Meldung hatte zulegen können. Also das wird auch ein Riesenthema, denn das ist ein echtes Schwergewicht, diese 340, 350 Milliarden. Ich habe es jetzt nicht so genau im Kopf, was der Tesla an Marktkapitalisierung auf die Waage bringt. Man würde dann 1% des S&P darstellen in gewisser Weise und das wird gerade die passiven Instrumente massiv beanspruchen. Dann müssen praktisch andere Unternehmen verkauft werden, damit man den Tesla-Anteil als Profi-Investor dann praktisch im Portfolio hat. Auch ETFs müssen das machen. Sie müssen also dann bestimmte Unternehmen rausschmeißen oder die Bestände reduzieren und müssen Tesla reinnehmen, um eben die Marktgewichtung von Tesla abzubilden. Das wird noch relativ lustig und wir haben jetzt, weil auch die Fed langsam merkt, dass die Dinge ein bisschen schwieriger werden, scheint es so zu sein, dass man die Duration verlängert bei den Bondkäufen, also praktisch das Ganze in die weiter indefinite Zukunft verschiebt. Im Dezember sind ja die EZB-Sitzung, die Fed-Sitzung. Da wird was kommen, wenn eben kein Stimulus kommt in der Zwischenzeit. Und was Sie hier sehen, das ist sozusagen das, was jetzt die EU betrifft. Die haben es ja nicht geschafft, jetzt diese Pandemiehilfe von 1,8 Billionen Dollar zu verabschieden oder durchzukriegen. Man muss jetzt mit einem Nothaushalt agieren, solange die Ungarn und die Polen eben ihr Veto eingelegt haben. Die haben ja gestern gesagt, na, das machen wir nicht, weil die anderen wollen uns da wie Vorschriften machen in Sachen Rechtsstaatlichkeit. Aber das werden wir niemals akzeptieren, was die EU uns da vorgibt. Die EU sagt, nee, wir werden niemals akzeptieren, dass wir hinter diese Forderung zurücktreten. Und wenn, dann wird es richtig lustig, dann werden wir mit einem minimalen EU-Budget sozusagen agieren, dann wird es hinten und vorne fehlen. Und überhaupt muss man ja sagen, dass die Deutschen jetzt die größten Nettozahler in der EU sind, noch deutlich vor UK, die sind ja bald draußen. Und Polen ist denn der mit Abstand größte Profiteur, liegt auch daran, dass vor allem diese Landwirtschaftssubventionen sehr, sehr groß sind. Und Polen eben hat viel Landwirtschaft, auch Ungarn zählt zu den großen Profiteuren, die also hier Gelder zugespielt bekommen. Das wird noch ein richtig lustiges Spiel. Es wird auch ein richtig lustiges Spiel an den Märkten, denn das ist jetzt peak-bullische Stimmung, kann man sagen. Viel bullischer geht eigentlich nicht mehr. Die Realität sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus, sowohl die Impfstoffrealität, das muss man abwarten, aber vor allem die Gewinnsituation der Unternehmen wird lange nicht so sein, wie sie sozusagen jetzt in den kühnsten Träumen erhofft wird. Das wird noch ein spannender Kampf, der da zwischen Glaube und Realität stattfindet. In der Regel setzt sich der Glaube früher oder später durch, ist eben nur die Frage, wann. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.